Setzen Sie bzw. arbeiten Sie mit Keramikimplantaten? Ja, einteilig haben wir 10, ja, zweiteilig 25 Teilnehmer tatsächlich und nein 61. Also es nimmt doch zu, das, was Sie gesagt haben. Ne? Wollen wir da vielleicht gleich mal starten? Was sind so, wollen Sie mal über die Erfahrungen, haben Sie ja gezeigt. Und es kamen jetzt ein, zwei Fragen aus den Chats. Ich lese mal da ganz direkt vor. Ich muss mich mal eben einmal hier orientieren. Und zwar war die Frage, planen Sie die Position dieser Implantate auch digital? Also genau. Einteiligen muss man es ja sehr, sehr exakt machen. Das ist ja ganz wichtig fürs Zweiteilige. Richtig. Das kommt natürlich ganz extrem auf die Praxis drauf an. Wir können es digital planen. Das ist heute möglich. Die Implantathersteller bieten auch die entsprechenden Hülsen an mit den entsprechenden Bohrersets dazu. Und wir können mit unseren Softwarepaketen, wir haben einmal Core Diagnostics und SMOP, die wir nutzen als Planungssoftware. Und die sind mittlerweile so weit abgedatet, dass die auch die Keramikimplantate mit dabei haben. Ja, ich glaube, Hintergrund dieser Frage war auch, wir haben ja gesehen, in diesem einen Teleskopfall zumindest, da war eine relativ große Abwicklung zwischen Implantatachse und der Einschubrichtung des Teleskopes. Sehen Sie da mit Keramikimplantaten größere Gefahren, als wenn wir jetzt auf Titanbasis arbeiten? Was Spannung in den... Genau, also man muss natürlich schon irgendwo auch die Materialien verstehen und man kann natürlich dann auch nicht über die Belastungsgrenze gehen. Das heißt, wir haben ja bei der... Wo liegt die denn? Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht so genau beantworten, muss ich natürlich sagen. Da ist natürlich vielleicht dann der Keramikhersteller der richtige Ansprechpartner, was dann wirklich die Belastungsgrenze angeht. Ich kann nur eins sagen, bei den Teleskoparbeiten haben wir natürlich auch gewisse Pufferwirkung durch die Konstruktion an sich. Und wir würden jetzt so eine große Arbeit nicht festzementieren. Ja. Passivierung, ne? Genau, Passivierung, auch Spannungsfreiheit ist wichtig. Okay, das heißt über die Galvanotechnik und dann die Passivierung. Passivierung, Da habe ich gesehen, bei der Galvanotechnik haben Sie jetzt teilweise nicht die gesamte Fläche des Abutments für das sekundär, für die Retention ist es ja nicht, aber für die Teleskopfläche ausgenutzt. War das... Das war vielleicht an der einen Stelle Konstruktionsgeschichte, aber sonst schaut man natürlich schon, dass man mindestens 3 mm an zwei parallelen Wandungen hat, damit man überhaupt Friktion herbekommt. In die Höhen und dann richtig. Man kann natürlich auch eins machen, man kann bei der Galvanotechnik oder generell Teleskoptechnik auch die Friktion bei einzelnen Teleskopen reduzieren. Ja, also, dass man sagt, das eine Implantat hat nur Stützfunktion und die anderen haben Friktion. Ne? Weil bei den Galvanoteleskopen ist es ja auch eher so, dass die Friktion über die Saugwirkung kommt und nicht über die klassische Friktion. Kräfte, ne? Cool. Genau, richtig. Ja. Genau. Also mit der Materialfrage gebe ich das nochmal einen Stuhl weiter, hätte ich fast gesagt, Herr Leimbach. Materialteleskope, da war es, glaube ich, in Ihrer Arbeit jetzt NE auf NE. Ne? Absolut, ja. Wie gehen Sie da vor, um da die richtige, ich nenne es mal Friktion, Retention einzustellen, dass fällt ja doch vielen, ich nenne es mal Kolleginnen und Kollegen, schwer. Und dieses Material hat natürlich gewisse Stärken und Schwächen auch. Ich denke, das größte Problem aus der Vergangenheit war natürlich, eine Passung hinzubekommen mit NEM. Also in der Vergangenheit hat man das ja immer gegossen und mit Patternkäppchen gemacht und so. Und das war immer so, dass die geklemmt haben und nicht so wirklich funktioniert haben. Und Digitalisierung und Frästechnik bietet uns da natürlich viele Möglichkeiten. Also die Sachen, die ich von Sven bekomme, die sind absolut passiv fit, am Primär wie am Sekundärteil. Und wir haben es so gemacht, dass wir jetzt eigentlich seit 10 Jahren versucht haben, Einstückguss zu etablieren. Also die kleineren Telearbeiten, die gieße ich selber im Einstückgussverfahren. So, dass ich eben dieses Problem, dass sich das Patternkäppchen praktisch oben enger zusammenzieht, allein durch die Materialbeschaffenheit von dem Pattern, kann sich die Einbettmasse in der Muffel nicht so ausdehnen. Und da hat man diese Presspassung eben. Wir haben es so gemacht, dass wir es auf dem Einbettmassemodell am Anfang mit Wachs gemacht haben. Damit hat die Einbettmasse die Möglichkeit, überall gleichmäßig linear zu expandieren. Und ich habe diese punktuellen engeren Stellen nicht. Und ich kriege eigentlich, und das ist schon immer meine Prämisse gewesen, dass ich möchte die Arbeit so haben wie Galvanotechnik, also adhesiv, ohne Friktion, einfach durch das Reinziehen vom Speichel eine adhesive Wirkung, damit das Primär- und Sekundärteil einfach sauber, wie im Galvanofall, einfach funktioniert. Höheres Ziel, ob wir das so erreichen mit den Materialien, lasse ich mal so stehen. Mit NEM kriege ich es hin, ja. Also das ist der Plan. Okay, Teleskoptechnik in der Praxis ein Thema.
Nein, alles nur sofort. Die letzte habe ich im Studium gemacht, tatsächlich NEM. Ich weiß nicht, ob da noch alle Teile drin sind. Ja. Wir können aber noch ganz schön anknüpfen, glaube ich, an die Diskussion eben, was die Integration der digitalen Daten betrifft. Ne? Also ich glaube, das wurde ja richtig toll gezeigt. Also der virtuelle Patient, der digitale Patient. Und Thema Funktion, Thema Bisslagefindung, das sind ja große Themen, wo wir noch die ein oder andere Lücke haben. Und ich habe gesehen, das war der Mojo, glaube ich, verwenden Sie, ne? Genau. Ja. Wie ist da der Workflow? Können Sie das nochmal beschreiben? Willst du oder ich, Paul? Also der Patient ist erst im Behandlungsstuhl, wird gescannt und dann geht er im Endeffekt zum Prati. Und er macht mit ihm die Vermessungen. Und wenn es um eine Bisslage geht, dann sind wir zusammen da. Und ich habe dieses Teil irgendwann mal auf dem Vortrag gesehen und habe gedacht, oh wow, da können wir wahnsinnig viel von lernen, weil wir live sehen, was wir machen. Und wir sind da sehr unbedarft, weil wir funktionell nicht so besonders fit waren. Wir haben nur irgendwann festgestellt, mit diesen ganzen Implantatarbeiten, die wir gemacht haben, dass wir da so viele funktionelle Fehler gemacht haben, dass da alles gebrochen ist oder zumindest fast die Hälfte von den Sachen gebrochen sind und dass wir da ein funktionelles Defizit haben und gerade auf Implantaten eben da noch besser werden müssen. Und das für uns natürlich ein Tool war, wo wir selbst viel mehr sehen, was da passiert, weil diese Griffe, wie nehme ich einen zentrischen Biss, wie deprogrammiere ich, wie mache ich das, wie fühle ich das vielleicht in der Narkose, wie stark fällt der Unterkiefer nach hinten und je nachdem. Das ist alles für mich so ein Siegel, das relativ schwierig ist zu sehen. Und dadurch lernen wir selbst tagtäglich wahnsinnig viel dazu. Und Fatih ist da ein Riesenpart, der da eben mit reingeht, weil er die analoge, funktionelle Analyse eben gerade über Udoplaster haben wir da viel gelernt, eben mit einbezieht und da kieferorthopädisch auch sehr, sehr fit ist und dadurch lernen wir tagtäglich und sind weit weg von der Perfektion, aber wir sehen, was wir machen und das ist für uns ein Feedback, das in der digitalen Welt halt möglich ist und das bringt einen Riesenvorteil. Ja. Ich glaube, das wurde wirklich sehr, sehr klar, dass es eine Objektivierung der Befunde des Patienten ist und dass der natürlich da auch 24 Stunden vor Ort ist quasi. Ja? Das heißt also, ich kann jederzeit aufrufen und das war ja die Botschaft, die auch so gesendet wurde und ganz viele Hilfsmittel. 3D gedruckte, ich nenne es mal den Spider, ja, den Prepper. Ja, klar. Tolle Idee. Ja. Für Platzverhältnisse. Gibt es sonst noch Fragen aus dem Auditorium? Von Ihnen da hinten sind noch Fragen. Hans-Jürgen. Natürlich das vom Herrn Briegel. Bitte? Anax Blend. Blend. Genau. Auch die von Anax Stent. Da gehen Sie am besten an den Stand von GC, der Herr Fötisch wird Ihnen das perfekt erklären. Das ist eine Oberflächenversiegelung, wo man Farbakzente mitsetzen kann und am Ende eine homogene Oberfläche im Composite erlangen kann. Also das war für mich immer das Problem, das Composite-Polieren ist immer schwierig, weil man dann auch immer wieder was anträgt und Defizite ausgleichen muss und mit Optiglaze schafft man es, dass diese Feinporigkeit oder diese offenen Poren, die noch da sind, einfach zu verschließen und wirklich eine perfekte, saubere Oberfläche zu generieren. Also ist nicht diese Bescheißer-Lack-Geschichte, so wie man es aus der Vergangenheit vielleicht von diesen Prothesenlacken kennt oder so, damit kann man es nicht gleichsetzen. Es wird aber oft so gleichgesetzt, deswegen sage ich es. Bitte? Wie bitte, Klebebasen? Genau, also die Klebebasen, das muss man unterscheiden, für welches System. Ich hatte bei einem System, was ich gezeigt habe, das war das Straumann Pure, da gibt es nur Titanklebebasen. Obwohl es ein Zirkonimplantat ist, hat es einen Titankern. Und auf diesen Titankern kommt praktisch dann das Zirkonabutment individuell gefräst drauf.
bei. Das sind aber vielleicht auch nochmal Detailfragen angesichts der engen Zeit oder dem engen Zeitrahmen. Vielleicht können Sie das gleich nochmal bilateral weiterklären. Wir haben noch eine Frage, glaube ich, hier vorne. Ich komme. Auf dem Weg nach von Herrn Sandmeier, haben Sie auch Daten über die Komplikationsraten mit Keramikimplantaten zweiteilig? Also ich habe jetzt keine Daten vorbereitet, aber weil ich eng mit dem Dr. Gala zusammenarbeite, gibt es da definitiv Daten, die das Keramikimplantat jetzt schon lang untersucht sozusagen. Über einen relativ kurzen Zeitraum gibt es da sicher Daten, aber ja. Glaube ich, gerade was Schraubenbrüche betrifft, schon noch relativ höher als bei dem, was wir aus den... Genau, richtig. Deswegen ist es ja immer noch so, dass das Titan und also dass das Keramikimplantat noch lang nicht diesen Stellenwert hat, wie das Titan natürlich hat. Und deswegen ist das Titan auch immer das Implantat, was auch für die meisten Fälle verwendet wird, auch in der Zukunft, bin ich mir ganz sicher. Es gibt allerdings, wie gesagt, diese Fälle, wo die Patienten eben das fordern. Ja, und dann muss man einfach den Patienten Möglichkeiten aufzeigen und auch, und weil Sie das jetzt ansprechen mit diesen Daten, natürlich auch den Patienten darüber aufklären, dass es Risiken gibt, ganz klar. Ja. Wir werden ja im Rahmen der MDR Regulatories da vielleicht ein bisschen mehr und noch weiter schlau und beobachten das weiterhin kritisch. Wir haben noch eine letzte Frage für diese Runde. Genau. Erstmal großes Kompliment an alle drei Vorträge. Fand ich super spannend. Auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Medizin und Technik ist einfach wunderbar, das eben auch so geschildert zu bekommen. Meine Frage geht in die Richtung, wir haben auf der Zahntechnik Plus in Dresden auch viel über All-on-4 gehört und eben auch der Tipp, nicht so viel fest zu verschrauben oder bedingt rausnehmbar zu machen, dass da auch Studien laufen, dass die Periimplantitis einfach unglaublich um sich greift, weil das nicht richtig reinigungsfähig ist, wobei das natürlich immer im Gegensatz zu dem Patientenwunsch steht, der ja natürlich auch immer im Vordergrund ist, dass man eigentlich die rote Substanz nicht wirklich komplett fest verschrauben sollte, sondern vielleicht die Zahnfächer so aufarbeitet, dass das die besten Ergebnisse auch für eine Langlebigkeit der Implantate sein soll. Da wäre meine Frage jetzt, fließt das in alle Arbeiten mit ein oder haben Sie da auch irgendwelche Erfahrungen? Ist natürlich spannend. An wen haben Sie die Frage gestellt? Ich nehme an, das geht Richtung Dr. Schuh. Medizin erstmal, ja. Aber klar, wir Techniker setzen ja ganz vieles um. Also Hygienefähigkeit All-on-4. Also ist ein Riesenthema und wahrscheinlich eines der wichtigsten überhaupt, diese festgeschraubten Brücken zu reinigen. Und da gibt es zwei Punkte. Entweder man schraubt die zweimal im Jahr runter, kontrolliert die Implantate, also das heißt sondiert die dann auch wirklich, macht die sauber im Labor und schraubt die wieder drauf. Oder man raut die Oberfläche dementsprechend an mit einem Pontic-Design und belässt die an den Stellen dann da drauf. Da wissen wir, dass wir Oberflächen Rauigkeiten kriegen, bei denen wir Adhäsionen, also Carsten Fischer hat da wunderbare Schleifer dazu, Polierer, die diese Rauigkeit für die Adhäsion bringen. Dann ist es natürlich nicht förderlich, die ständig rauf und runter zu schrauben, aber das sind die beiden Punkte und sicher ist es der Patientenwunsch, also das heißt, die wenigsten Patienten wollen etwas Herausnehmbares haben. Wir selber wollen es meistens auch nicht haben, aber sagen, okay, es ist vielleicht besser reinigbar, aber so ein Steg ist manchmal auch nicht so einfach zu reinigen, wenn man das jetzt vergleicht und da habe ich auch einige gesehen, die als Alternative dann da sind. Ja. Also wir verschrauben alles fest, ja, und haben wirklich absolute Ausnahmeindikationen, indem wir herausnehmbar arbeiten. Ich glaube, zwei Botschaften muss man tatsächlich nochmal mitnehmen. Also Hygienefähigkeit ist natürlich ein Riesenthema nach wie vor. Zweiter Punkt ist, wenn beim All-on-4 ein Implantat eine Periimplantitis entwickelt, dann gehe ich über los meistens. Ne? Mhm. Da muss ich mir andere Konzepte dann. Dann haben wir zwei Teleskop-Experten hier sitzen, die das vielleicht dann nochmal retten könnte. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, die Reinigbarkeit bei den Telearbeiten, ne? Und bei deiner Arbeit natürlich extrem filigran, das ist ja schon fast wie eine Brücke. Ne? Also Teleskoparbeiten. Das ist auch unser Konzept. Bei Teleskoparbeiten, genau. Also das müssen wir, glaube ich, voneinander unterscheiden und auch das hängt ein bisschen mit den Konzepten und auch das, was unsere Patienten erwarten und haben. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich. Das ist nochmal Ihr Applaus. Es gibt noch Pflastersteine. Eine Sekunde, dann machen wir weiter. Danke. Herzlichen Dank. Danke.